Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu Mario Kart 8. Es ist endlich da. Und wie bereits gesagt, Chris natürlich auch wieder mit dabei. Den werdet ihr jetzt nicht hören können. Wir werden das Ganze natürlich als ein Together machen. Und zusätzlich, was ihr nicht wisst, sind noch zwei weitere Personen dabei. Zum einen der Nadim, werdet ihr später hören. Und als Special Guest von Waiter Place Games, der Daniel. Hallo. Diesmal auf Deutsch. Ja, einmal auf Deutsch, Ja, ja. Link könnt ihr wieder unten sehen und im Channel und er lädt ein Replay, das ist natürlich super. Nee, wie werden wir vorgehen? Wir sind jetzt vier Leute, wir werden immer das Gamepad mal rumreichen. Jeder fährt eine Strecke von einem Cup, einfach damit mal ein bisschen Abwechslung reinkommt. Und wundert euch nicht, wenn wir manchmal oder im Laufe des Let's Plays irgendwann ein bisschen komisch fahren. Wir haben Bier, das immer weniger wird. Wir fangen ja auch irgendwann dann zu lallen. Ja, genau. Also wundert euch da nicht. Es wird kein 100% Run, weil wir haben natürlich eben schon mal ein bisschen ausprobiert und die Teile werden anscheinend on the fly freigeschaltet durch die Anzahl der Münzen, die man sammelt. Deswegen werden wir einfach alle Cups machen Das sollte auch und reichen. genau, und das sollte eigentlich auch reichen. Und dann natürlich später kommt Versus Kampf, wo wir vier gegeneinander spielen und dergleichen, Ja. aber das ist alles später. Genau. Reihenfolge, wir werden, also ich werde anfangen, weil ich ja gewonnen habe gegen Chris. Ja, ich bin so gut. Ja, er lacht gerade. Ja, genau, und dann weiß mir noch gar nicht, wie die Reihenfolge ist. Ja, keine Ahnung, ich würde einfach sagen, dann. Genau, es bietet sich jetzt gerade an, dass der Daniel dann Ja, der Zweite okay. ist. Nadine, willst du Dritte sein? Okay, und Chris wird dann unsere Du letzte bist dann Hoffnung sein. mein Co-Moderator, gehe ich mal von aus, wenn wir die Mikros Genau. drauf haben. Ich, also, ihr werdet euch dann wundern, ich habe ja leider im Moment nur noch zwei Headsets. Ja. Das heißt, der Daniel wird nachher sein Headset abgeben zu dem jeweiligen Fahrer und ich werde immer da sein. Also, meine Stimmen werdet ihr leider immer hören. Dum, dum, dum. Genau. Und dann pro Cup werden wir das dann um eins erhöhen. Also, das heißt, dann beim nächsten Mal wäre der Chris der erste Spieler, ich wäre der zweite, zweite Strecke und so weiter. Und das bis dann am Wenn Ende kannst du passt. schlecht rechnen, weil dann hast du die Rainbow Road. Ja. Ich Mathe nicht so gut. Genau, Compris. Genau, wir fangen 50er. Ah, da unten stehen auch die Sterne, okay. 50er war nur Kart, ne? 50er. Das weiß man noch nicht. Bei der Oh, Wii war es stimmt. nur Weil Kart. ich, stimmt, bei der Wii war es nur so. Okay. Ich denke mal, wir fahren. Ja, im Grunde geben wir echt einmal immer wieder einen durch. Ja, Okay. weil es wird sich ja anbieten, bei 30 Charakteren und 32. Vielleicht jetzt, wo es noch einfacher ist, die schweren Charaktere nehmen. Damit die auch schneller fahren. Ja, das könnte mir sein. Also am besten einfach so hier bei Bowser anfangen. Ja, Bowser Donkey Ja. Kong, Wario war Luigi. Genau, okay, dann fangen wir bei Bowser an. Ja, hier sieht es nämlich, das passiert, wenn man. Wir haben natürlich schon eben ein bisschen gezockt. Nur die erste Strecke, also es ist noch immer blind. Ich meine, Ja, wir kennen natürlich die das war Strecken, diese du spielst. Mario Kart Stadium, ne, hieß die? Genau, Mario Kart Stadium. So, jetzt Leute, könnt ihr entscheiden, sollen wir Bike nehmen, ein Kart? Wie fandet ihr es besser? Bike? Bike, ja. Auch dieses Sportbike? Sport, ja. Da Weil wir wir gerade ein haben. neues Rennbike reinbekommen. Eben, ich sehe es nämlich gerade auch, was aber dieselben Stats hat. Also, Das hat was gefällt euch einfach dieselben jetzt? Ja, das ist cooler. Das sieht cool Das aus, hier? ja. Das Ja, sieht cool für Bowser aus, ja. So, ich weiß jetzt nicht, wie. Das erinnert mich so ein bisschen aus Mario 64 an dieses U-Boot, was er hatte. Ganz kleines Ach. bisschen. Sollen Das ist wir die im neuen Standardreifen Level. einfach mal lassen von den Stats her? Ja, Weil ich finde, die würde anderen schon nehmen sagen. zu viel Handling weg. Ich denke mal, hier gehen wir eher auf ein bisschen auf Beschleunigung. Ich Ja, weiß nicht, über was, ich weiß Beschleunigung. nicht, was Gewicht macht. Gewicht Wirklich. ist wegrammen einfach. Ja? Gewicht ist Ja. wegrammen? Hauptsächlich, Okay, hauptsächlich. dann nehmen wir mal das hier. Passt zwar nicht zu Aber Bowser, das ist aber schnell egal. genug. Ja. Und genau, Reihenfolge wird wieder so wie bei dem Wii sein. Also ein Neu-Cup, ein Retro-Cup und so weiter. So wie sein Cardio jetzt aussieht, ist Bowser jetzt fabulous. So, und dann bin ich mal gespannt, wie jetzt die KI wird. Also wie gesagt, wir haben eben ein bisschen Versus-Mode gemacht, aber auch nur die erste Was Strecke. ist denn das für ein Ding, was Donkey Kong da hat im Ladescreen? Ich glaube, das ist eins von diesen drei Bikes, ne? Tree Bikes? Aber das ist Ich ziemlich glaube, lang, so wie das aussah. ja. So, die Strecke hatten wir schon. Ja, die kennen wir schon. Ich muss nur jetzt ab und zu mal auf die Elgato gucken. Nicht, dass für euch das Spiel jetzt ein bisschen zu leise ist, tatsächlich. Ich muss mal gucken. Ansonsten, Chris, kannst du da mal auf plus 0 Dezibel stellen? Ja, dass da einfach 0 steht. Okay. Verdammt. Du sollst auch noch fahren. Ja, ich habe Trigger gedrückt. Bin ich irgendwie von Xbox gewohnt.
Wir zocken das Ganze übrigens auf dem Gamepad Pro Controller von der Wii U, weil wir uns ist nämlich aufgefallen, das Wii U Gamepad ist einfach zu mächtig und ich sehe gerade, kann jemand da auf die Karte einschalten. Ach, also ihr müsst euch jetzt vorstellen, gemacht. Wir sitzen im kleinen Studentenraum, Wii U Gamepads vor uns liegend und dann zocken wir halt so. Ja. Ja, ich wundere mich auch, weil ich halb auf Wii U Gamepad, halb auf Elgato Software gucke. Ja, jetzt sehe ich auch, ist die Audiodatei besser. Nee, es passt so. Ich sehe Gott sei Dank die Einstellungen und nicht das Bild brauchst du nicht. Noch bist du erstmal mit ganz klarem Vorteil. Also, das ist ein ziemlich großes Stück zum zweiten Platz. Oh, jetzt das gut, einen Co-Moderator zu haben. Ja. Und da kommt der rote Blitz. Oh, ich hab vergessen, die Banane. Ja, ich hab's vergessen. Ich wollte die gerade aktivieren. Ja. Ja. Da geht die Banane. Nee, ich wollte nämlich gerade sagen, dass natürlich jetzt bei dem Spiel für die, die nicht die 10.000 Vorvideos geguckt haben, es gibt wieder Münzen. Und ich glaube, eine Münze erhöht die Geschwindigkeit um 1%. Punkt. Ja. Punkt. Genau. Sorry. Um 1%. Punkt. Oder um 1 Punkt. Einfach. Wow, den Panzer sieht man sogar auf der Karte. Was? Echt? Oder? Oh mein Gott. Denn Blue Shell sieht man. Ja, Blue Shell kommt. Nein! Das ist ja. Oh, das ist krass. Okay, Leute. Oh. Irgendwann muss ich mir wirklich eine Vorrichtung ausdenken für das Wii U Gamepad. Ja, irgendwie eine Kamerahalterung oder so. Genau, eine Kamerahalterung oder dass ich das irgendwie direkt abfangen kann per WLAN. Das wäre natürlich noch geiler, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich schwerer. Ja. Sehen wir auch den roten? Aber roten sieht man nicht, okay. Man sieht nur den blauen. Okay, das ist natürlich dann krass. Ich habe gerade gesehen, ich dachte, das wäre der grüne, den du abgefeuert hast, aber das war der blaue. Ja, das hätte mich echt gewundert dann, aber das ist echt krass. Dann wären sie wahrscheinlich schon... Gehen können, aber nahen, Alter, dann boah, ich merke gerade wie 50 Kubik, wie langsam das ist, weil wir eben 150 gemacht haben. Das ist halt mein Bowser. Ja. Das ist halt meine schwere Charaktere, weil die schneller sind. Hm. Hat man 50 Kubik. Was irgendwie unlogisch ist, das verstehe ich immer noch nicht. Wie können schwere Charakter schneller sein? Schlechteres Händchen sind dafür aber schneller. Ja, klar. Aber von der Logik her stimmt's, weil Autos sind ja eigentlich... Ne, Moment. Ja. Oh, ich mal, das ist ein... Mit mehr Muscle, ne? Ja, irgendwie so nach Muscle. Genau so ein Muscle-Car ist das wirklich. Richtig schnell, aber Schrotthändler. Und natürlich erster. Natürlich gewohnt. Muss das sein. Ja, bei der Strecke, jetzt hast du erst viel Spaß. So, super. nächstes Rennen, ja. Genau. So, wie war das nochmal? Trick war auch Drift. Der, ne? Genau, der Drift-Button ist auch der Trick-Button beim Wii U. Controller. Gut. Genau, mussten wir gerade eben erst herausfinden. Dann versuchen wir es mal. So, jetzt, ab jetzt ist wirklich blind, zumindest für blind. Daniel definitiv. Ja. Für Chris und mich eher so ein bisschen, ja, lass noch mal erinnern, was bei YouTube kam. Ja, ich habe vielleicht einen Ausschnitt aus der Karte gesehen, aber natürlich kenne ich die Map nicht so, und ich nehme auch direkt mal ein Bier wieder. So, wie war es nochmal? Genau, der Chris weiß nicht, wo die Abkürzung ist. Ein guter Boost. So. Boah, ist das lahm. Aber trotzdem einfach in HD, Leute. Ich meine, gut, ihr werdet das wahrscheinlich wegen YouTube nicht so gut erkennen können. Aber das sieht einfach so geil aus. Wow, im Wasser. Da ramm das Ding! Na, ach verdammt, stimmt. Ja, ich hab's total vergessen. Wenn man was rammt, kriegt man ja einen Speedbonus. Genau. Ja. Das Problem ist auch einfach, YouTube unterstützt auch nicht 60 Hertz, beziehungsweise 60 FPS, wie wir es jetzt sehen. Da sind wir auch schon eins der neuen Items, passend. Mhm. Ja gut, ich denke mal, für Zeitrennen, finde ich, ist es bestimmt super. Vorsicht, da musstest du drüber fliegen anscheinend. Gut zu wissen. Die Coins, denke ich mal. Also für Zeitrennen wird die wahrscheinlich super sein. Ja, gut, dass ich schon 10 habe. Ja. Nadim, du darfst übrigens auch reden, ne? Auch wenn du kein Headset hast. Also ich, wie gesagt, ich mache das eh nur zum Fun, Let's Plays, deswegen bin ich nicht so streng. So, jetzt dagegen, ne? Nein, ja. Ah, verdammt. Voll verfehlt. Ja, da finde ich aber jetzt auch gut, dass wirklich die Kleckse random sind. Und nicht wie bei der Wii. Ein Klecks ist komischerweise immer da, wo dein Charakter ist. Als das Erster bekommt man die ganze Zeit nur gottverdammte Münzen. Ja, ist doch gut. Da schalten wir die Sachen frei. Ja, aber ich möchte gern mal andere Items haben, außer... Nee, so viel ich weiß, ich habe in irgendeinem YouTube-Video hat tatsächlich einer gemeint, das wird tatsächlich immer weiter erhöht.
Der Dings-Counter. Wie konnte ich zurückgucken? Das müsste bei dem keine Ahnung. X. Oh. Wenn das X ist. Der obere Knopf. Der linke. Das ist X, ja. Okay. Hier ist es X. Bei Xbox wäre es Y. Bei Ach, X. Ja. Ach, okay, jetzt sehe ich es. Da rein! Nein, du hast keinen Stand gemacht und bist nicht dagegen gefahren. Schon wieder verpasst. Okay, anscheinend läuft es doch gut. Ich hatte schon befürchtet, es ist noch 50, ne? Ja. Ich guck gerade ein bisschen auf die. Ach, ich bin ja immer noch Gravity, ich sehe gerade auf dem. Gut, Leute, das könnt ihr nicht sehen. Auf dem Wii U Gamepad wird sogar angezeigt, was für Items die haben, die Gegner. Oh, oh, da kommt ein Red Shell, nein. Ah, damn. Guck. Geil. Okay. Ja, es wird tatsächlich gezeigt, was für Items zum die Gegner Teufel, haben. Was zum Teufel geht da ab? Dreimal. Ich störe dich hier nicht, oder? Nee, ich sehe schon genug. Okay, der Daniel hat wieder das typische Phänomen. Ja, genau in der letzten Runde hauen die mir alles raus. Super. Man sieht auch, wer schon im Ziel ist. Oh, verdammt. Das war okay. Total unfair. Okay. Ist das geil? So, der Nadim nimmt jetzt. Ja, dann ihr werdet jetzt ein kurzes Mikro Stören hören. Also, ciao. Genau, ich rede einfach weiter, damit ihr das jetzt nicht hört, während Aber es ist immer noch besser, als da was umzustecken. Genau. Hallihallo. So, genau, das ist jetzt der Nadim. Der Nadim hat schon ein bisschen Mario Kart Erfahrung, sagt er zumindest. Ja, auf dem 64, ne? Genau, auf dem 64, okay. So, nächstes Rennen, genau. So, und ich weiß nicht, ich glaube, jetzt kommt das Kuchen, die Kuchenwelt, oder? Ich weiß nur, die letzte ist From Bruce. Ja, ich meine... Der ist der Ladescreen, den finde ich cool. Ja. Der ist echt cool gemacht, ist mal was anderes. Ist aber irgendwie, glaube ich, vom Super Nintendo ein bisschen abgeleitet, ne? Das beim, ja. Beim SNES-Version ist gut. Beim Hauptmenü. Also nur Gameplay, aber nie so Ladescreen. Yeah. Ja, gut, nicht der Beste, aber... Aber immerhin. Oh, was soll das denn? Ja, aber es ist trotzdem nicht so weit gegangen, wie eigentlich für Boss. Das ist viel zu lahm, ey. Ja, ich wollte gerade sagen, das kommt mir jetzt gerade auch nochmal vor. Denk dran, du kannst jetzt auch, ne, genau, hoch und rund. Ne, das meine ich nicht, kannst, hier musst du Stunt machen mit dem Drift-Button. Alter Schwede. Ja, der Nadim ist auch so, wie ihr es bei mir kennt, eher Remote und Nunchuck-Spieler. Aber da wir jetzt nicht während des Rennens das ändern können und ich auch keine Lust habe, das die ganze Zeit hin und her zu wechseln, machen wir jetzt einfach den Gamepad. Später, weil wenn später das Worlds Battle kommt und ich auch vier Headsets habe, beziehungsweise eher die Splitter dafür, dann hört ihr auch alle und dann werde ich und Nadim auch Remote benutzen. Wobei ich mir da noch was überlegen muss. Ich glaube, da bietet sich auch Teamrennen nämlich an und dergleichen, dass wir da irgendwie Sachen machen wieder. Wie? Ich finde das immer, dass da nur die Scheinwerfer angehen, wenn man in die Runde rein. Ja, die Scheinwerfer sind echt super. Ja. Ja, oder ich weiß nicht, ob ein paar Leute, ich habe ja immer wieder gesagt, Game Explain, Leute, guckt euch das an, abonniert die, die sind wirklich gut. Und die haben auch ein Video gezeigt, wo wirklich die Details weiter verfeinert wurden. Zum Beispiel, dass die Charaktere tatsächlich den Schatten von der Blue Shell angucken, wenn der auf einmal auf sie zugeflogen kommt. Und Blue Shell, ich habe die Limited Edition. Hey, müsst ihr euch holen. Die Blue Shell ist total super für 10 Euro mehr. So. Ja, ist echt eine schöne Trophäe. So, ich nehme mal wieder ein Bier. Das dauert ja so lahm, wie der fährt. Ey, ich kann nichts dafür. Du kommst aber jetzt wirklich lahm vor. Also jetzt ohne Scheiß. Ja, das ist... Da musst du auch was rein. Ja. Ja, aber das ist merkwürdig, weil bei der Wii, finde ich, kommt das nicht so extrem rüber. Ja? Doch, bei der ja? Auch. Nee, ja? Aber nicht so, oder? Also keine Ahnung, mir fiel das echt nicht auf, als ich das Let's Play hatte. Ich hatte ja versucht, bei der Wii... die 50 durchzuspielen, alles freizuschalten. Ich habe nach dem ersten Kampf aufgehört, haben wir gedacht, nee, nee. Okay. Ich meine, bei der N64 war das nicht so. Ja, bei N64 war, glaube ich, dann sind die 5 km/h schneller gefahren, laut ja, Tacho. War das auf jeden Fall nicht so stark, ey. Ja, na, die fahr ganz chillig. Ja, der Rest. Ja, der Rest kommt jetzt auf die Kreuzung. Ja, der Nadim vernachlässigt sich sogar driften, weil ja. Lohnt sich nicht. Das lohnt sich nicht, ne. Ist sogar noch ganz weit hinten. Ja. Du kannst den roten übrigens auch nach hinten schießen. Mhm. Nur da zielt er, glaube ich, nicht so extrem, ne? Oder zielt gar nicht mehr. Und ich glaube, wenn du die Seite liest, das war.
Das stimmt. Das ist seit, ich glaube, vorher konntest du ihn gar nicht nach hinten schießen. Ich glaube, bei Double Dash konntest du ihn gar nicht nach hinten schießen. Den Red Shell. Den roten konnte man früher auch nach hinten schießen. So, jetzt wieder kurzer Wechsel zu Chris. Den kennt ihr ja bereits. Und er setzt sich jetzt auch endlich auf unsere Zocker-Couch. So nenne ich es jetzt mal einfach. Nadine, bei dir haben die ja keine drei Red Shells auf einmal geschossen. Ja, das ist echt Pech gewesen, wirklich. Das ist mein Karma. Und ich kann wirklich empfehlen, dieses Highlight ansehen, dieses Replay-Feature ist wirklich super. Wir haben das eben die ganze Zeit mal angeguckt. Das wird wirklich gut sein, wenn es bei YouTube mal langsam so reinkommt. Holst mir direkt eins mit. Also man kann zwar leider nicht viel selber machen, aber dafür ist richtig geil. Genau. So Chris, dann hau mal rein. Boah, und hier finde ich, sieht man auch wieder diese Schärfe einfach von HD. Das ist so wunderschön. Ja, das ist. Da bin ich echt gespannt. Ja, danke. Da bin ich echt gespannt, einfach mal, was sie noch weitermachen. Einfach, weil ich es kann. Ja. Ich glaube, bei 50 Kubik ist das wirklich die schnellere Variante. Ich glaube auch. Ich glaube aber bei 150 nicht mehr. Hey, also ich kann nicht durch die Mitte. Ich kann nicht durch die Mitte. Die habe ich, glaube ich, durch Gameplay-Trailers gesehen, erst ab der dritten Runde. Okay. Also das ist wirklich so ein zeitlicher Aspekt. Das ist kein Random-Feature. Das ist wirklich zeitlich. Und jetzt, wo es gerade so schwierig ist, kann ich die Zeit nutzen. Was soll ich jetzt sagen? Genau, man kann ja hier customize. Ja, man kann auch schreien. Ne, man kann auch Custom-Turniere machen online. Ich muss mal gucken, ob ich vielleicht wirklich mal eins erstelle und dann ab und zu da reinschaue und aufnehme. Also, guckt einfach ab und zu mal auf meinen Kanal, dann kommt ein Infovideo. Falls ich das wirklich machen werde, könnt ihr dann mit mir zocken, beziehungsweise gegen mich. Ich muss mal gucken, ob ich Team oder nicht Team mache. Und ich werde es dann aufnehmen entsprechend. Also, wer Lust hat, kann dann da mitmachen. Eventuell wird der ein oder andere, vielleicht Chris oder Daniel oder Nadim, als zweites Spieler auch dabei sein. Ja, sehr gerne. Mal gucken. Okay, ist doch nicht in der dritten Runde. Ist echt einfach random. Also, wer Lust hat, gegen mich zu zocken, kann das einfach mal machen. Ich glaube, ein Abonnent, ich weiß nicht, ob du ein Abonnent bist, ich sag jetzt einfach mal, du bist ein Abonnent, hat ja auch schon gefragt, ob er mit mir Monster Hunter zocken kann. Ja, leider habe ich keine Zeit dafür, nochmal Monster Hunter anzufangen. deswegen tut mir das leider leid. Lust hätte ich schon. Also wenn du Mario Kart hast, kannst du gerne nochmal schreiben. Dann zocken wir mal Mario Kart einfach. Muss mir nachher sagen, wer das ist, weil ich glaube, könnte ich kennen. Ja, okay. Also wie gesagt, vielleicht so ein Custom-Online-Turnier. Ja, und ich denke mal, ich kenne da schon Leute, die da mitspielen werden. Ja. Also wie gesagt, wenn ich so 4-5 Leute hätte, wird schon reichen. Ja, da kriege ich Leute zusammen. Ja, das passt schon. Ich meine, so viele Abonnenten habe ich ja nicht, deswegen geht das nicht so leicht. Ich bin ja nicht jemand, der 900 Abonnenten hat, wie gewisse andere Leute. Komm! Ja, vielleicht kommt das ja mehr. Irgendwie fahre ich gerade den größten Schrott, aber Mario ist trotzdem noch ziemlich weit hinter mir. Jetzt finde ich beim Wii U Gamepad, also für alle, die jetzt nicht wissen, was wir auf dem Wii U Gamepad sehen, wir sehen jetzt gerade links die Rangliste mit was für Items derjenige hat und rechts die Karte. Jetzt finde ich wohl schade, dass sie nicht die Zeit anzeigen zu den jeweiligen. Ja. So nach dem Motto, weil Streckenabschnitte... Ey, das ist jetzt nicht dein Ernst. Weil Streckenabschnitte gibt's ja, also so Checkpoints. Ja. War ich echt so brutal gut, dass ich zwei Blue Shells braucht. Übrigens, du darfst direkt weiterfahren, ne? Ja. Ist mir auch gerade aufgefallen. Oh, das ist ja dann doch praktisch mit dem Plus 1. Dass mir auffällt, dass ich der Einzige bin, der Dritte geworden ist. Dum, dum, dum. Ich habe gerade gar nicht aufgepasst. Weiß jemand gerade, wie viele Punkte man... Ich glaube, das müsste wieder so wie bei Wii sein, 15. Genau, ich meine 15, der nächste kriegt 12 und dann 10. Genau, irgendwie sowas. Ja, wird passen. Dann haben wir hier 15, 15, 15, 10. Genau. Wo kommen die 10 her? jetzt weiß ich nicht, was du gucken musst. Ergebnisse anzeigen. Ja. Das finde ich ein bisschen komisch jetzt gelöst. Dass sie nicht einfach gesagt haben, weiter. Ja, genau. Ja, einfach weiter. Oder ich finde auch witzig, das Highlight ansehen, der erste Punkt ist. Mhm. Und nicht der zweite. Ja. Bei allen anderen ist es der zweite. Oder noch weiter unten, weil da ist weiter. Also nicht ja, der eben. Erste. Boah. Oh, das finde ich aber schön. Dass sie das von allen Rennen nehmen. Ja.
gucken wir ein paar Sekunden rein. Puh, ich muss mal ein bisschen aufstoßen. Ja, ich glaube, das endet automatisch. Also du kannst wirklich das laufen lassen jetzt. Das endet jetzt... Das zeigt dir natürlich. Genau, ich wollte gerade sagen, weil das ist jetzt interaktiv. Okay. Da weiß ich, was für heute ist. Dum, dum, dum. Es glitzert auch. Solange wir jetzt mindestens einen Stern kriegen, ich hoffe mal, dass das wieder so ist wie bei der Wii. Habe ich mal reingeklickt. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Jetzt müsste eigentlich der Pokal kommen. Ja. Und wir kriegen wie viele Sterne? Ein Stern. Okay, solange wir mindestens von der Fahrleistung einen Stern kriegen, ist das immer in Ordnung. Wo hast du den Stern gesehen? Oben links neben dein, rechts neben deinen Namen. War der. Nein, wir möchten nichts posten. Da. Ah, okay. Neben 55 Punkte für alle. Hm. So.